Hallo, wir zeigen heute, wie man Filtersorb SP3-Material ganz einfach tauschen kann. Zuerst schalten Sie Ihr Zulaufwasser ab. Danach öffnen Sie langsam das Druckventil, um den Druck im Tank herauszunehmen. Als nächstes lösen wir die Verbindung von Einlass und Auslass. Perfekt, nun können wir den Kopf vom Drucktank abdrehen. Hierzu wird wahrscheinlich die Hilfe einer zweiten Person benötigt. Wenn der Kopf gelöst ist, entfernen wir danach das Steigrohr aus dem Drucktank. Im Anschluss lassen wir das befüllte Wasser ablaufen, damit der Tank im Nachhinein leichter ist. Als nächstes entsorgen wir das alte Filtersorb SP3. Filtersorb SP3 ist nicht giftig und kann normal entsorgt werden. Nachdem wir das alte Material entsorgt haben, spülen wir den Tank gründlich mit Wasser aus. Nun setzen wir das Steigrohr wieder ein. Dabei ist auf die Mulde unten im Drucktank zu achten, damit der Kopf später perfekt auf dem Tank verschließt. Vor dem Befüllen verschließen wir das Steigrohr, damit kein Material hineinkommt. Nun befüllen wir unseren Drucktank mit frischem Filtersorb SP3. Bei größeren Mengen empfehlen wir hierzu einen Trichter. Im Anschluss drehen wir den Kopf wieder auf den Drucktank und schließen die Ein- und Auslassrohre wieder an. Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt, damit danach keine Undichtigkeiten auftreten können. Stellen Sie sicher, dass das Druckventil geschlossen ist, bevor Sie die Wasserzufuhr wieder öffnen.